Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Die 13-Jährige, mit der ich flirte, hat mir gerade gebeichtet, dass sie eine Undercover-Polizistin ist. Wie cool das sein muss mit 13. Ich koche so schlecht, wir beten meistens nach dem Essen. Deine Mutter ist nicht gerade die hellste, es sei denn, sie steht im Schwarzlicht. Chef, ich will eine Gehaltserhöhung, sonst sage ich allen Kollegen, dass ich eine bekommen hätte. Hey, stehst du auf Arschlöcher? Ja, natürlich. Nun, also ich wähle die AfD. Flirt-Tipp. Hi, stehst du auf Nudeln? Ja klar, ramm mir die Nudel rein. Frauen gehören in die Küche. Auf die Arbeitsplatte. Nackt. Weißt du, wie ich dein Herz wärmen kann? Ich könnte dir auf die Brust ejakulieren. Mathe wird eh voll einfach, wenn man den Taschenrechner benutzen darf. Ich in der 5. Klasse. Unschuldig und dumm. Einkaufswaage ohne Swag ist auch nur einkaufen. Besuch, für den man sich eine Hose anziehen muss, ist kein Besuch, sondern ein Termin. Hab mir ein Kochbuch gekauft, ist aber gleich wieder zurückgebracht. Es war Spanisch. Es standen Begriffe drin wie El Mehl und El Zucker. Eines Tages werde ich nach Amerika auswandern, Chef. Und dann können Sie mich mal kräftig am Arsch lecken. Am was? Amerika. Umberto. Um eine Frau zu fangen, muss man wie ein Schuh denken. Warum trinkt man in Afrika keinen Alkohol? Man trinkt nicht auf leerem Magen. Wo wurde die Leiche gefunden? An der Ampel. Das ist ein Anhaltspunkt. Lichtgeschwindigkeit, Notbremsung, maximaler Schub, Notbremsung. Jeder Busfahrer. Immer. Wollte mir der Arzt gerade was von Krebs erzählen? Der Fotzentroll war doch nur neidisch auf meine Klöten. Die besten Menschen sind doch die, die joggen gehen, ohne es jemandem zu erzählen oder irgendwo zu posten. So wie ich vorhin. Oh Mann, dein BH passt ja überhaupt nicht zu deinem Höschen. Jetzt möchte ich nicht mehr mit dir schlafen. Kein Mann. Jemals. Es kann doch kein Zufall sein, dass sich Bier auf Wochenende reimt. Wenn deine Mutter einen Schneeengel macht, nennt man das Skipiste. Wir fällen Bäume, um daraus Papier und Malstifte zu machen. Und dann bringen wir unsere Kinder dazu, Bäume zu malen. Wir sind schon pervers. Deine Mutter ist so arm, die Enten bewerfen sie mit Brot. Wenn Chamäleons auf deiner Mutter sitzen, nehmen sie die Farbe dunkel hässlich an. Entschuldigung, könnten Sie mich mal bitte ansprechen? Worum geht es? Sie gefallen mir und ich bin doch so schüchtern. Lustiger Streich. Klebe eine 1-Euro-Münze mit Klebstoff auf den Bürgersteig. Wenn jemand sich bückt, um ihn aufzuheben, überfahr ihn einfach mit dem Auto. Yo, Daumen hoch und Like und abonnieren, um mich zu unterstützen. Oder zeigt dieses Video doch einfach mal euren Freunden. Lustige Witze gibt's immer Freitag um 17 Uhr. Bis nächste Woche.